Ja, in dieser Folge wollen wir, wie schon das letzte Mal angekündigt, ich gehe mal schnell raus, ernte kurz den Weizen ab. Und dann bauen wir uns mal schnell ein Näheportal. Hallo? Hallo, Herr Endermann. Ja, ich besuche nachher Freunde von dir. Die Frage ist, ach ja, komm, lass uns das hier nochmal anpflanzen. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, sollen wir das hier überhaupt nochmal anpflanzen? Aber wenn wir jetzt schon hier so einen Boden haben, machen wir das doch. Dann schaue ich mal auf die andere Seite. Oh! Der Baum ist gewachsen. Da habe ich doch in einer meiner Folgen massenhaft hier Knochenmehl drauf verpulvert und nichts ist passiert. Jetzt haben wir den Baum. Wunderbar. Ach so, ich wollte hier entlang. Ich wollte auch noch gleich mal gucken. Ja, tatsächlich. Es wachsen unter diesen unterm Zaun wächst. Wächst Gras. Das ist wunderbar. Wir haben hier zwar eine etwas einseitige Ernährung, wollen wir behaupten. Weil wir nur Brot essen. Ja. Oh, haben wir zu früh rausgekloppt, da sind ein paar zu wenig gekommen, Karotten. Ach ja, schadet ja nichts, mal ein Karottchen zu nagen, weil wir ja gerade schon von der einseitigen Ernährung gesprochen haben. So, wunderbar. Dann hauen wir hier noch den Alter Verwalter. Ja. Nehmen wir mal. Zu Kürbissen oder sonst noch so Sachen kommen, müssen wir unbedingt sowas alle anpflanzen. Dass wir hier mal ein bisschen eine Vielfalt reinbringen. Einfach just we can. Überleben könnten wir so auch. Auch wenn wir nur den ganzen Tag Brot essen. Aber, oh, schön hier, schauen wir das an. Hallo. Es wird dunkel. Nichtsdestotrotz pflanzen wir hier mal ein bisschen Weizen. In der Hoffnung, dass uns nicht wieder was anspringt. Ich sehe gerade. Vielleicht wäre es nicht ganz schlecht, wenn wir hier irgendwo noch eine Fackel anbringen würden. Ich möchte nicht,
dass du mein Feld betrittst. Na? Schleich dich, mein Freund. Das ist mein Weizen. So sieht's aus. Kommt nochmal so ein Chaot. Wie sie einen bloß sehen, gell? Allerdings ist der etwas attraktiver, der andere mit seiner langen Nase da. Macht nicht viel her. So. Okay. Was habe ich gerade gesagt? Ich wollte, glaube ich, hier. Wie macht man das? An Zaun habe ich keinen mehr. Sonst hätte ich die. So. Haben wir vielleicht etwas mehr Licht, sonst hätte ich da jetzt einen Zaunpfosten hingesetzt und hätte es dann. Das wächst doch auch wieder, oder? Würde ich sagen. Prima. Uiuiui. Ja. Ich denke, wir könnten ein, zwei Brote backen. 38 Brote. Ach, das sieht doch nicht verkehrt aus. Dann werden wir mal ein bisschen Brot ablegen. Karotten haben wir sogar auch noch ein paar übrig. Zuckerrohr. Slime Balls. Sieht. Okay, dann machen wir dann auch irgendwo mal eine Futterkiste, würde ich vorschlagen. Hier haben wir eine. Okay. Richtige Logik hat das keine. Wie wäre es denn mehr in der Küche? Das Essen lagern würden. Jetzt regnet es auch noch. Naja. Aber wir wollten ja ein. Nähte-Portal bauen. Und dazu. Ich wechsle mal die Spitzhacke. Wie war denn das da draußen? Also, es ist doch so, oder? Aufpassen. Hallo, nein. Das möchte ich nicht. Okay. In der Verlängerung unseres Hauses hier nach hinten sind wir doch im Berg. Oh. Ja. Da sind wir im Berg. Sind wir im Berg? Kein Knochen? Ach, wie schade. Kein Pfeil? Kein nichts. Wirklich schade. Naja, wir sind im Berg. Okay. Das heißt, weil hier sind wir vorm Haus. Da geht es noch ein wenig weiter, gerade in der Blickrichtung. Und das bedeutet, für mich, ich werde hier ich mache hier mal eine Tür rein dann. Hier nach hinten. Ach nee. Ach nee. Was ist eigentlich das?
kommen die Geräusche her, stimmt. Ich wollte doch nur ein Nähtetor bauen. Ein Nähteportal. Und was haben wir? Eine neue Höhle haben wir aufgemacht. Allerdings eine, wo wir, wie es scheint, schon mal waren. Ach, das ist sehr wahrscheinlich der. Hier die Geschichte von unserem allerersten. Von unserer Erdbude, die wir da gehabt haben, oder? Ist das so? Genau so ist es. Okay. Das bedeutet, dass wir jetzt einen Durchgang von hier, ist ja quasi fast ein Geheimgang. Geheimgang haben nach. Nach draußen wieder. Naja, komm, das machen wir. Da machen wir was Schönes draußen. Ne? Und zwar. Machen wir hier. Ich hole mal ein paar Steinchen. Ich bin immer falsch. Wieso will ich die Steine immer oben holen? Kann mir das irgendwie. Ja klar, wenn ich irgendwann mal alle Kisten geöffnet habe, dann finde ich es vielleicht auch. Das ist natürlich viel zu wenig. Folge dessen noch ein paar Steine mitgenommen. Dann werden wir mal hier ja. Okay. So. So. Ja. Ein paar Stufen. Ach. Okay. Noch mehr Stein. Steine haben wir jetzt, Stufen. Dann machen wir nur noch ein paar Stufen. So. Das könnte ein Weilchen reichen. Dann klopfen wir gleich mal eine hierher. Und dann kommen hier rein. Den Boden auffüllen. Mit dem schönen Steinen. So, da lang. Machen wir das einmal der gescheitsten. Dass wir hier
Ich würde nämlich gerne einfach hier. Ich springe jetzt mal hier runter. Das brauchen wir nicht. Das machen wir raus. Ich klopfe das hier mal zu. So. Kurz ein Licht machen, dass uns da nichts auf den Kopf fällt. Also hier kommen wir rein. Also ich bin mir etwas unsicher. Wir kommen hier rein. Ich würde gerne hier geradeaus. So. Ich möchte nicht, dass mir jetzt hier was auf den Kopf fällt. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier... Ach so, nee, das ist ja ganz blöd. Ich komme hier rein. Ich brauche ja zwei. Stimmt. Ich brauche ja unten zwei. Dann drei in der Höhe und oben zwei. So sieht's aus. Das würde dann bedeuten, dass hier das Ding wäre. Soll ich dann eine doppelte Tür machen? Oder das einfach offen lassen? Ne, ich mache eine Tür rein. Ich glaube, das ist schöner. Da haben wir hier unser Nähtportal. Einfach geradeaus. Oder genau. Und ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Deshalb quatsche ich gerade nicht so viel. Weil ich weiß auch nicht warum, aber ich hätte ganz gern, dass das irgendwie ganz nett ausschaut. Das genau hier gegenüber liegt. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Machen wir doch. Wenn ich so. Oder? Ja, sorry für die leichte Sprachlosigkeit, aber wie sieht das aus? Wollen wir das so lassen?
Das machen wir auf der anderen Seite. Oder halt, wir machen das anders. Ich klopfe das weg. Und das weg. Das weg. Weichen das am dümmsten. Ich würde gern irgendwie ich würde gerne irgendwie hier ein bisschen Licht anbringen, aber trotz allem würde ich vorschlagen, hier eine kleine Folgenpause einzulegen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge gleich wieder. Bis dahin.